große Passion von mir sind zwar Drückjacken, ich mache viele Drückjacken mit meinen Dackeln zusammen, aber meine eigentliche Leidenschaft ist das Pirschen. Das kann man, wenn man das tagsüber macht, zum Beispiel in der Brunft oder in der Blattzeit natürlich machen oder früh morgens oder eben auch nachts viel, was ich viel im Getreide zum Beispiel mache oder in Mastbeständen. Und einige Sachen, auf die man da achten muss, ist natürlich zum einen die Sicherheit, weil ich ja immer eine sich verändernde Situation habe, weil ich mich selber bewege und nicht auf einem festen Hochsitz oder so bin. Ich muss also immer neu gucken, ist da Kugelfang, ist zum Beispiel ein Weg mit Joggern oder Radfahrern oder was auch immer. Und es sind natürlich ein bisschen andere Anforderungen an die Ausrüstungsgegenstände. Also hier ist es jetzt nicht schlimm, weil wir hier einen bemoosten Waldboden haben, aber ich pirsche sehr, sehr viel in dicken Socken, wofür ich ein bisschen berüchtigt bin, manchmal sogar im Getreide in der Unterhose, weil eben sich die Geräusche extrem minimieren. Und das ist, wenn man auf nahen Schussentfernungen geht, also ich schieße im Getreide viele, viele Sauen auf 5 oder weniger Metern sogar, weil ich eben dann erst den richtigen Blickwinkel auf die Sauen habe. Da ist also Geräuschvermeidung sehr wichtig. Das wären eben Socken, weil ich mit Socken natürlich einen ganz anderen Geräuschpegel habe als mit besohlten Schuhen und kann auch fühlen, ob ich zum Beispiel Steine oder Äste drunter habe. Wichtig ist auch für mich persönlich ein Pirschstock. Ich bevorzuge einen, der eine stationäre Stütze nur hat, weil es eben mir mit 3 oder 4 immer ein bisschen zu klapprig ist. Wenn es geht, sollte er höhenverstellbar sein, weil man eben dann auf verschiedene Sachen reagieren kann, Gegenhang oder nicht, zum Beispiel nah oder weit. Beim Gewehr selber ist auch hier natürlich Lochschaft sehr praktisch, weil ich auch da wieder auf dem Pirschstock eine bessere Handhabe habe. Ein variables Glas ist immer gut, um mich eben auf verschiedene Entfernungen einstellen zu können. Und wenn man das alles beachtet, Seifenblasen habe ich gerne dabei, um den Wind richtig einschätzen zu können. Gerade wenn ich wild erblickt habe, ist es wichtig, passt der Wind auch wirklich oder nicht. Weil der Gag in Anführungsstrichen oder der springende Punkt beim Pirschen ist eben, dass ich zum Wild gehe und nicht irgendwo sitze oder es mir zugetrieben wird, sondern dass ich eben dorthin gehe, wo das Wild ist, und dann muss ich immer, um mich richtig einstellen zu können, das Wild zuerst entdecken. Dann kann ich mir einen Plan machen, dann kann ich eine Strategie machen, und dafür muss eben vorher von der Ausrüstung her alles passen. Und dann ab da sind es nur noch meine Fehler, die da irgendwas verhindern können. Wenn ich keinen Pirschstock zur Verfügung habe, oder manchmal kann es auch sein, dass es einfach die bessere Wahl ist, bieten sich Bäume natürlich an, um bei denen beim Pirschen angestrichen zu schießen. Auch hier ist es natürlich so, dass ich den Hintergrund scannen muss nach Kugelfang oder eventuell gefährdeten Geschichten, wie zum Beispiel Radwegen oder sowas, weil ich eben nicht wie auf dem Hochsitz erhöht sitze, sondern relativ ebenerdig schieße, vor allem wenn ich etwas weiter schieße, nicht irgendwie nur auf 10 Meter oder sowas. Bei Bäumen ist der Vorteil, dass ich mich oftmals, anders als beim Pirschstock, richtig reinlehnen kann. Ich kann also die Beine richtig schön breit machen, kann mich stabilisieren mit ausgestrecktem Arm gegen den Baum nehmen und kann dann da eigentlich einen sehr schönen, sicheren Schuss machen. Das funktioniert in der Regel immer ganz gut.